Zur Stärkung der heimischen Wirtschaft hat man in Tamsui nun zum ersten Late-Night-Shopping geladen. Die neue Begegnungszone bietet sich hervorragend dafür an. Aber was waren die Gedanken dahinter? Ja, Late-Night-Shopping in Tamsweg heißt für mich der Bezirkshauptort mit seinen Wirtschaftsbetrieben dahinter. Und ich darf an dieser Stelle gleich Danke sagen. Es sind rund 40 Betriebe mit dabei beim heutigen Late-Night-Shopping mit tollen Angeboten. Und mich freut es besonders zusammen mit der Wirtschaft, dass wir das auf die Beine gestellt haben. Wir sind fürs Rahmenprogramm verantwortlich und ich denke, es ist eine gelungene Veranstaltung. Ich mache das seit 20 Jahren und hauptberuflich. Und und wir kommen dorthin, wo man uns bucht. Es kann gar nicht klein genug oder groß genug sein, es ist ganz egal. Da, wo wir gewünscht sind, da kommen wir hin und da wird es auch bunt und schön. Es ist eigentlich wie ja, in der Öffentlichkeit, als hätten wir ganz normal was an. Es ist anfangs, wenn die Farbe trocknet, so ein leichtes Ziehen und dann ist es eigentlich ganz angenehm. Ein buntes Rahmenprogramm konnten die vielen Besucher genießen. Wirtschaft, Gewerbe und Tourismus zogen an einem Strang und sorgten so für viele Überraschungen, ob in den Geschäften oder in den hell erleuchteten Straßen von Tamsweg. Jedes Geschäft macht Aktionen. Wir verbinden unsere zwei Zentren, das ist das Coop-Zentrum und den Marktplatz da, als Shoppingmeile. Das ist sicher fürs erste Mal noch nicht so einfach, dass das einmal so funktioniert. Aber es könnte natürlich für die Zukunft was werden und es geht um das, dass man einfach den Ort ein bisschen positiv darstellt. Und wir haben schöne Geschäfte hier und wir sind gern hier, wir betreiben die Geschäfte hier gut und würden uns freuen, wenn das auch ein bisschen belohnt wird dann von den Kunden. Wir sind sehr stolz, dass wir eigentlich im ersten Anlauf alle Betriebe dafür gewinnen haben können, mit dem Tourismusverband gemeinsam erstmalig in Tamsweg dieses Late-Night-Shopping in dieser Art und Weise so durchführen zu können. Ja. Also ich finde es ganz super, ich bin noch gar nicht lang da und es ist voll eine coole Stimmung da heute und es ist einmal irgendwas los in Tamsweg. Der Tamsweg wird belebt und Prozente gibt es und ja. Uns. Es sind ja nur der Clowns, Zauberer, wo man wieder ein bisschen Kind werden kann. Ja, ist vielleicht eher für die kleineren Gäste, aber es ist ganz nett. Wie gefällt es dir überhaupt da? Gut. Krönender Abschluss der Late Night Shopping Meile war die Formation Drums on Fire mit ihrer Feuershow.